Reverse Lookup ist vielleicht der am meisten missverstandene Aspekt der Biofeedback-Funktion von Spooky 2. Spooky Pulse und Generator X Biofeedback wurden nie als Diagnosewerkzeug entwickelt. Eine Diagnose ist für einen Mediziner nützlich, nicht für Sie oder mich. Die meisten Ärzte brauchen nur in ihren Verzeichnissen nach Medikamenten zu suchen, die dafür verwendet werden können. Mit anderen Worten, eine Diagnose ist ein Ausgangspunkt zu einem schriftlichen Rezept für Medikamente oder eine Behandlung. Spooky Biofeedback überspringt diesen Schritt ganz und liefert das Rezept direkt, geschrieben von Ihrem eigenen Körper, den Frequenzen, die durch Ihren Scan gefunden wurden. Reverse Lookup liefert keine Diagnose. Vielmehr durchsucht es die Spooky 2 Datenbank nach Frequenzen, die innerhalb der von Ihnen angegebenen Toleranz liegen. Es gibt bestimmte Strukturen und Systeme, die vielen Krankheitserregern gemeinsam sind. Zellwände und Rezeptoren sind Beispiele dafür. Und bestimmte Frequenzen zielen eher auf solche Strukturen als auf bestimmte Organismen ab. Das bedeutet, dass solche Frequenzen in sehr vielen Programmen vorkommen. Und wenn eine solche Frequenz in Ihrem Scan gefunden wird, meldet Reverse Lookup jedes Programm zurück, das diese Frequenz enthält. Das bedeutet nicht, dass Sie alle im Reverse Lookup aufgeführten Krankheitserreger haben. Es bedeutet nur, dass die Frequenz, auf die Ihr Körper reagiert hat, auch in anderen Programmen in der Datenbank gefunden wurde. Ein Ergebnis, das Krebs anzeigt, bedeutet nur, dass die Frequenz auch in einem Krebsprogramm in der Datenbank gefunden wurde. Wenn eine Frequenz nicht in der Datenbank enthalten ist, werden im Reverse Lookup keine Ergebnisse angezeigt. Generator X scannt einen viel größeren Frequenzbereich als die in der Datenbank enthaltenen Programme, sodass Sie möglicherweise nur sehr wenige Ergebnisse zurückerhalten. Wenn ein Reverse Lookup nicht viele Ergebnisse liefert, können Sie Oktave wählen und den Reverse Lookup wiederholen. Wenn Sie bereits eine bestimmte Diagnose haben, können Sie Reverse Lookup verwenden, um zu sehen, ob eine der Frequenzen, die bei einem Scan angezeigt wird, eng mit einem Frequenzsatz aus der Datenbank verwandt ist, der bei der Behandlung dieser Erkrankung nützlich wäre. Die Ergebnisse werden abgestuft und zeigen, welche Frequenz am wichtigsten ist. Nur weil wir den Schmerzen im Knie die Priorität einräumen, weiß der Körper vielleicht besser, dass es sich um ein Problem in der Niere handelt und wir werden nie etwas sehen, das mit dem Knie zu tun hat. Reverse Lookup kann verwendet werden, um potenzielle Beschwerden mit überraschender Genauigkeit einzugrenzen. Aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass es ein diagnostisches Werkzeug ist.